Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute wieder mit einem Teil 3 Bücher, die, und es müsste der 14. Teil sein, und die Frage erreichte mich, ich glaube, unter einem der anderen Videos, ob ich nicht mal 3 Bücher aus meinem Regal zeigen möchte, die einen Buchschnitt haben. Und dann wurde auch so ein bisschen das Thema Buchschnitt angedeutet und ob ich dazu nicht einfach mal meine Gedanken sagen möchte. Ich muss sagen, ich verstehe den Hype um Buchschnitte nur sehr bedingt. Also ich selbst habe ein paar Bücher, ich werde auch 3 besonders schöne Buchschnittbücher dann einfach mal zeigen. Und ich finde das tatsächlich ein schönes Gimmick, muss aber schon sagen, dass ich per se eigentlich ein Buch als Buch, als Inhalt schön und gut finden möchte. Und ich tatsächlich lieber ein schönes Buchcover hätte als tatsächlich einen Buchschnitt. Ich kann mich nicht ganz frei machen, besonders bei so 2, 3 Büchern, die hier stehen, wo ich denke, ja, hätte ich mir die vielleicht zugelegt in haptischer Form, wenn sie keinen Buchschnitt gehabt hätten. Ja, ich habe jetzt mal 3 Beispiele von Buchschnitt sozusagen mitgebracht und ja, wollte die so ein bisschen zeigen. Was mich ein bisschen stört an der Buchschnitt-Thematik ist, dass es viele ja scheinbar jetzt irgendwie gibt. Ich glaube, auf BookTube ist das nicht ganz schlimm, aber was man so auf Instagram mitbekommt und wohl auch irgendwie auf TikTok, ist das oft, dass Leute sich nur das Buch kaufen, weil der Buchschnitt toll ist und dann eben sogar das Buch zurückschicken, was sie ja noch nicht mal kennen, weil es keinen Buchschnitt hat. Das war sehr extrem jetzt bei Four Swing und da muss ich echt sagen, da habe ich so ein bisschen an meinem eigenen Glauben an die Menschheit versagt und dachte, puh, also nur weil es keinen Buchschnitt hat, zurückschicken, finde ich ein bisschen schwierig. Das muss ich tatsächlich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe, dass man als Verlag jetzt irgendwie auf diesen Trend aufspringt. Ich frage mich nur, wo soll das irgendwann mal noch hinführen? Und vor allem, wer stellt seine Bücher wirklich so hin, außer ich bei Ausnahmen, dass man den Buchschnitt sieht? Das macht doch gefühlt auch einfach keiner. Und ja, natürlich ist das schön anzusehen und wenn man ein Buch verschenkt, ist das bestimmt was Special und Tolles. Aber so richtig, ja, verstehe ich das nicht. Und wenn ich an die Anfänge des Buchschnittes denke, wo der Buchschnitt einfach nur in einer Farbe bunt war und manchmal die Seiten noch so zusammengeklebt haben durch die Farbe, ja, so fing das alles mal an. Ich weiß auch noch, dass bei John Mars dritten Buch, ich glaube, es war The Passenger, dass da auch ein Schrei umherging, warum dieses Buch denn keinen grünen Buchschnitt hat. Dann das erste Buch war ja weiß mit pink, das zweite war schwarz mit blau und diese Farben des Buchschnittes haben sich immer auf dem Cover wieder gespiegelt und das dritte Buch war grau mit grün und da gab es keinen grünen Buchschnitt. Ich glaube, irgendwie hat da was vom Verlag und dann von der Druckerei nicht funktioniert, aber ich bin da gar nicht so tief drin und das ist halt was, wo ich denke, es geht doch um das Buch, es geht um den Inhalt und ja, jetzt könnte man sagen, dann kauft man eben nur noch das digitale Exemplar, da bin ich ja auch überhaupt der Mensch, also ich bin da total der Mensch, der sagt, ich brauche nicht alle Bücher in meinem Regal, ich bin da nicht der größte Sammler, sagte sie und hat wahrscheinlich auch 200 Bücher hier irgendwie, vielleicht sogar ein bisschen mehr rumstehen, aber ich glaube, ihr versteht, wie ich das meine. Jetzt kommen wir aber zu den 3 Büchern mit Buchschnitt, die so ein bisschen unterschiedlichster Art sozusagen sind. Fangen wir mal mit Galant an, von V.I. Schwab. Ein Buch, das im Original vom Verlag keinen Buchschnitt hatte, aber bei der Bücherbüchse. Und ja, die Bücherbüchse ist direkt eine Firma, die im Grunde Bücher anbietet mit Special-Buchschnitt, auch in den verschiedensten Varianten, Ausgaben. Und ich bin mit der Qualität von den Buchschnitten immer sehr zufrieden. Ich glaube, das ist mein 5. Buch gewesen, ist jetzt auch das neueste. Babel zum Beispiel ist auch ein Buchschnitt von der Bücherbüchse. Ich glaube, ich habe auch einen Jay Christoph hier. Ich hatte einen Neil Schusterman von der Bücherbüchse hier. Ja, und ich finde das eigentlich schon eine coole Idee. Also nicht, dass man als Verlag, wobei es natürlich ärgerlich für den Verlag ist, aber ich meine, der Verlag verdient ja an diesem Buch im Grunde auch mit, dass man eben sagt, man nimmt diesen Druck der Erstausgabe eines Verlages heraus und überlässt es im Grunde einfach anderen Arten von Firmen im Grunde dann eben auch einen Special-Buchschnitt zu machen. In ganz unterschiedlichster Art und Weise gibt es ja auch in anderen Boxen und so weiter, weil man da einfach nicht den Druck hat als Leser, als Konsument, als Kunde zu sagen, ich brauche die Erstauflage vom Verlag, weil nur da ist es der Buchschnitt. Ich weiß, dass es um die Bücherbüchsenbücher auch einen wahnsinnigen Hype gibt und ja, ich zum Beispiel auch jetzt beim Wunderzeilen Verlag dieses Jahr das Buch von Mira Valentin, wo sie zu 5 geschrieben haben, Minen der Macht, dass das auch wahnsinnig schnell ausverkauft war, aber ich glaube, dass der Weg
einfach ein entspannterer ist, als wenn der Verlag sagt, nur in der Erstausgabe. Weil man merkt zum Beispiel, da kommen wir dann noch zu einem anderen Buch, wo es jetzt einfach noch Nachdrücke gibt bei der Bücherbüchse und ich da einfach denke, ja, das ist irgendwie der richtigere Weg. Zudem finde ich wirklich ganz viele der Bücherbüchse-Buchschnitte richtig, richtig schön und freue mich, dass ich hier so ein bisschen diese Special-Ausgabe habe, zudem auch Gallant definitiv ein kleines Highlight war. Dann haben wir eine Buchreihe und zwar von Jay Kristoff und zwar die Stormdancer, der Lotuskrieg, Auftakt einer Trilogie vom Crust Cult Verlag, der sich im Grunde die älteren Bücher von Jay Kristoff gesichert hatte, die Rechte dazu, während ja, ich glaube, auch Nevernight im Fischer Tor Verlag erschienen ist. Genau, richtig. Und hier kam der Crust Cult Verlag herum und hat eben auch gesagt, wir machen eine Special-Buchschnitt-Ausgabe. Und wie man sieht, ist die unten und oben einfach nur rot und hat nur da im Grunde, wo auch im Grunde der Buchrücken wäre, ein Special. Hier bin ich ein bisschen zwiegespalten tatsächlich, weil das Hardcover-Buch tatsächlich 35 Euro gekostet hat. Also schon wahnsinnig teuer ist für ein Hardcover, was ja im Grunde auch schon, ich glaube, 10 Jahre alt war, zumindest im Original. Aber es gehörte hier eben auch noch ein bisschen mehr dazu. Ich weiß gar nicht, ob das in der Zweitauflage dann auch noch rot war. Und wir haben zum Beispiel eben auch noch eine wunderschöne Karte im Inlay gehabt. Und ich weiß gar nicht, es war ja auch irgendwie begrenzt, ob irgendwie die Anzahl drin stand. Bin ich tatsächlich jetzt überfragt, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, ob man irgendwo feststellen konnte, ob man, welche Ausgabe man von den 1000 hat. Ich glaube nicht, dass das irgendwie gekennzeichnet war, aber ich glaube, sie war auf 1000 oder so reduziert. Und auch hier macht man natürlich 1999 Exemplare. Also ich war einer dieser, die Glück hatten und dieses Buch bekommen haben. Hier sind wir bei dem Thema künstliche Verknappung und zudem auch noch ein teurer Preis. Die Frage wäre, hätte man vielleicht 5000 Special-Bücher gemacht, wäre der Preis ein bisschen günstiger gewesen. Aber es ist schon ein sehr schöner Buchschnitt, weil er einfach so schlicht ist und nicht so wow, Glitzer und Pink und Streusel schreit, sondern einfach wunderbar zu der Geschichte passt und auch zu dem Cover. Ich finde, das fügt sich einfach wunderbar ein und ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, wollte aber, da es schon ein Highlight-Verdacht war, auch die ganze Reihe, einfach eins der Bücher sozusagen, im Grunde mit diesem schönen Buchschnitt haben. Es sind jetzt hier noch Band 2 und 3, die dann eben den Buchschnitt passend zur Farbe natürlich hatten und auch eine andere Optik. Aber auch hier stellt sich so die Frage, habe ich das wirklich gebraucht? Hätte ich auch einfach später mir das Buch geholt und die anderen Bücher habe ich dann einfach als E-Book gelesen. Ja. Und dann kommen wir zum vorhin besagten Force Wing, wo ich einfach Glück hatte, die erste Ausgabe des Verlages zu erwischen mit dem wirklich sehr, sehr, sehr schönen Buchschnitt. Auch ich kann mich hier nicht freisprechen und ich einfach in die Thalia gegangen bin, Glück hatte und dieses Buch in Händen hielt. Danach kam der Riesenaufschrei, dass eben teilweise auch vorbestellte Exemplare keinen Buchschnitt hatten und das ist einfach was mir dann ein bisschen zu weit gegangen ist. Also weil bei mir lag der Fokus eher, oh, Drachen, Yippie und wirklich das coole Cover. Man muss es echt sagen, dieses Gold, es sieht ja so schon bombastisch aus. Und mittlerweile ist es auch bei der Bücherbüchse als andere Edition erhältlich. Und da frage ich mich tatsächlich, braucht es das? Wenn ein Buch schon einen Buchschnitt hat, muss ich dann wirklich hergehen und noch einen anderen Buchschnitt machen? Das ist nämlich dann die Frage, die sich mir tatsächlich so ein bisschen stellt. Aber lasst uns gerne in den Kommentaren ein bisschen diskutieren. Bin da sehr gespannt auf eure Meinungen, denn ich fand den Buchschnitt schon so toll. Ich kenne den von der Bücherbüchse jetzt auch gar nicht ad hoc. Von daher kann ich gar nicht sagen, ob ich den schöner gefunden hätte oder wie auch immer, weil ich ja nicht darauf geachtet habe, welchen Buchschnitt ich möchte, sondern ich möchte dieses Buch. Und wenn wir hier dann darüber reden, dass der Buchschnitt ja eigentlich nur zweitrangig ist, hier wäre es mir lieber gewesen, wenn man auf die Grammatik ein bisschen mehr Wert gelegt hätte, weil ich habe euch auch in meiner Rezension gesagt, dass hier wahnsinnig viele Schreibfehler, Grammatikfehler, Übersetzungsfehler drin sind. Ich hoffe, dass man sich für den zweiten Teil ein bisschen mehr Zeit nimmt, wenn man ihn übersetzt und ins Deutsche bringt, weil das fand ich tatsächlich schade. Obwohl hier ja tatsächlich zwei Leute, glaube ich, auch dran gearbeitet haben. Nein, nur Michaela Kolodziejczyk. Ja, ich bin sonst ja nicht so ganz, was Übersetzungen angeht, aber ja. Zudem sieht auch das eigentliche Cover cool aus und ich frage mich, braucht es dann eigentlich wirklich einen Buchumschlag? Und auch die Karte ist wunderschön gestaltet, also es ist schon richtig schön. Und ja, ich verstehe, dass man sagt, man finde das toll und man hätte hier gern das Special, keine Frage. Aber
Ja, dafür leidet es dann an der Qualität. Ach, es ist, ja, ich bin da wirklich, wie ihr merkt, so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde das schön. Das Buch steht auch so im Grunde im Regal. Aber wäre das Buch besser gewesen, wenn das keinen Buchschnitt gehabt hätte? Und dafür, ja, ich weiß auch nicht. Aber es ist natürlich schon schön und ich kann verstehen, dass man sowas gerne hätte. Wobei ich es immer noch eher verstehen würde, wenn man es jemandem schenkt, während man sich selbst ja immer noch, also ja, aber es, man befasst sich hier, glaube ich, mit einem Thema, was wirklich ganz dünnes Eis ist und man es eigentlich nur falsch machen kann. Aber ja, das sind so drei Bücher von mir mit Buchschnitt. Also ich habe, wie gesagt, auch zum Beispiel Nevernight hat einen ganz roten Buchschnitt. Life Like 13 habe ich in der Bücherbüchse-Ausgabe. Ich habe auch Babel, aber das habe ich eben noch nicht gelesen in so einer Special-Ausgabe von der Bücherbüchse. Minen der Macht ist vom Wunderzeilen Verlag dann in der Special-Ausgabe gekommen. Also es hat schon was und es ist auch schön und ich kann das schon verstehen, aber die Frage ist halt, wo führt das mal irgendwann noch hin? Also was kommt als nächstes sozusagen? Sind dann die Farben, die Bücher innen irgendwie noch illustriert? Ich meine, illustrierte Ausgaben gibt es ja auch schon, zum Beispiel von Harry Potter in verschiedensten Varianten. Ja, ich bin da einfach sehr gespannt, was mal noch irgendwie kommt. Wechselcover, wie zum Beispiel bei Size, hatten wir auch schon. Ja, erzählt mir gerne mal, was ihr euch vielleicht wünschen würdet, neben coolen, ja, im Grunde, zwischen, nein, neben coolen Buchschnitten, was ihr euch da vielleicht noch für Gimmicks wünscht. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, das waren jetzt die drei Bücher von mir zum Thema Buchschnitt und auch ein paar Gedanken, die so ein bisschen, ja, wahrscheinlich sehr wirr waren. Aber ich hoffe, ich konnte so ein bisschen meine Gedanken dazu zum Ausdruck bringen. Ihr findet die Bücher unten in der Infobox und auch die Playlist. Schaut da gerne mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.